Willkommen zu einer wunderbaren Reaction mit Riso. Du darfst ja auch gerne nebenbei essen, denn es ist Gamescom-Zeit. Ich hatte gerade ein ganz tolles Community-Treffen und er ist sowieso den ganzen Tag am Hasseln. Du bist so ein schlauer Schlawiner. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat sich in Köln einquartiert in eine geile Base und hat uns alle angeschrieben, hey, kommt doch mal alle rum, lass Content drehen, richtig geschäftstüchtig, gefällt mir. Im Kopf. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir dich zu einer tollen Reaction. Und zwar gibt es ein sehr cooles Format, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen in Deutschland. Und zwar kommt eine Person mit einem Problem. Und es ist ja oft so, dass wenn du ein schlimmes Problem hast, dass man sagt, frag doch mehrere Leute unabhängig voneinander. Ja. Und genau das macht sie. Sie kommt und sie befragt 8 Leute, die sie nicht kennt, zu einem Thema und die entscheiden sich Anfang für Ja oder Nein. Ah. Und in diesem Format erzählt sie immer mehr über die Situation und die Personen bei Ja oder Nein haben dann die Möglichkeit auch noch zu wechseln. Ach so, sie gibt immer mehr Infos. Preis, genau. Und heute ist die Frage, soll ich mich von meinem Ehemann, der mich betrügt, trennen? Wir haben ein Kind, das Dilemma. Okay, krass. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Das ist eine starke Frage. Ja. I am married with a child, but my husband cheated. Ich habe gerade gedacht, die hat ja eine tiefe Stimme. Ich habe kurz gebraucht, um zu verstehen, das ist eine Verzerrung der Stimme. Okay, wir können weiter. Should I leave him? Yes. Or no. Was wäre deine erste Entscheidung, bevor du deren Entscheidung siehst? Ja, aber das Ding ist ja, natürlich wäre meine erste Entscheidung nachzufragen, ob man sich noch liebt, ob man schon drüber gesprochen hat, ob man das verarbeitet hat. Also es gibt ja so viele Situationen, wenn man nur diese Frage hat, nur diese Frage, würde ich sagen, nein, nicht lieben, weil ich in meinem sehr romantisierten Weltbild davon ausgehe, dass man so eine starke Beziehung und Ehe hat und es nur ein kleiner Fehler war, dass man sich hintergangen hat. Ja, das ist sehr schön gesagt. Ja. Das ist aber nicht die reale Welt. In meinem Kopf ist das. Ja, aber es ist süß. Ich muss auch sagen, ich war immer früher so, nein, Fremdgehen geht gar nicht. Aber mittlerweile, wenn man halt auch längere Beziehungen hat, also ich finde zum Beispiel Affäre würde ich nicht mehr vergeben oder habe ich auch nie, weil es einfach so ein jahrelanger Betrug ist. Mhm. Ein Ausrutscher, je nachdem, weil ja auch oft, wie du schon gesagt hast, viel mehr auch auf der anderen Seite passiert ist. Zum Beispiel viele, ist ja so, dann hat man halt nicht mehr irgendwie Susu zusammen und dann driftet man auseinander, daran kann man arbeiten. Aber so jetzt im Stand heraus würde ich auch mal sagen, what happened? Und das hören wir uns jetzt an. Okay, die entscheiden sich jetzt nur auf Basis von der ersten Frage. Both strangers to help an anonymous person make one of their toughest decisions. I went through his Apple Watch. You know, I scroll up and it's the whole conversation. That was him being selfish. So, why not choose me? After hearing the group's advice, which choice will this person make? This is the dilemma. Der Dilemma, das hat jeder mal von uns im Leben. Ne? Das Format ist auf jeden Fall cool. Ja. Okay, krass, guck mal. Okay, die meisten sagen ja. Ja. When I first heard the dilemma, I stood on the no side because I believe in second chances. I knew that there was more information, but my gut instinct was like, it's a yes for now. How long have you two been together? 6.5 years. So we're like a military couple, so it was one of those, I meet you, we fall in love, we get married. What made us really close was that we realized we were from similar backgrounds. Like, we both grew up in the Caribbean, we both kind of like the same music, the same type of things. Did he honestly admit that to you, or did you come about finding that out? Like, I had 3 dreams that he cheated, and I was like, okay, I need to check something. So I went in his Apple Watch and I saw it. Deswegen hat sie die Apple Watch gecheckt. Ja, das ist ja verrückt. Weil sie Träume hatte. Aber ich glaube, dass sie es unterbewusst schon wahrgenommen hat. Weil ich muss sagen, als meine Ex-Partner mich betrogen haben, ich habe immer gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und in meinem Fall war es auch so, ja, man macht es nicht. Aber ich habe dann wirklich ins Handy geschaut, weil ich gedacht habe, okay, jetzt sind so komische Nachrichten die ganze Zeit auf dem Handy. Die sprechen die ganze Zeit von J-Punkt, also von mir und wollen in so dumme Geheimsprache. Krasse Geheimsprache. J-Punkt so, wo ich denke, ach komm Leute, und dann habe ich es halt angeschaut, habe es dann gesehen. Es wäre doch viel smarter gewesen, einfach einen anderen Frank zu sagen. Ja, also ja. Es ist doch viel... Und genau, das war doch das Nächste. Stupid. Er hat auch tatsächlich diesen Mädeln einen Männernamen gegeben und habe aber dann in der Conversation schon gemerkt, na. Und dann habe ich nachgeschaut und war auch froh, dass ich es im Nachhinein gemacht habe. Ich weiß, er macht es nicht. Und man muss auch in der nächsten Beziehung davon wegkommen, aber sie hatte wahrscheinlich schon so ein Bauchgefühl. Ja. Hattest du schon mal eine Situation, wo du so ein Bauchgefühl hattest oder hattest du noch nie so eine Situation? Ich hatte noch nie so eine Situation. Ich habe ja nicht viel Beziehung in meinem Leben gehabt. In einer Beziehung von den wenigen wurde ich dann auch betrogen. Hast du es gemerkt?
Doch, ich hab davor gemerkt, irgendwas ist anders. Irgendwas entwickelt sich gerade. Wie kam das raus? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben irgendwie drüber geredet und dann war es halt so. Na, crazy. Wie ging es dir danach in der nächsten Beziehung? Nee, das hat mich gar nicht so hart dauerhaft. Es war halt doof, aber es hat jetzt mein Grundvertrauen nicht genommen. Wir beide haben dann auch, oder nee, sie hat relativ schnell mit mir Schluss gemacht, also die mich betrogen hat, hat dann in dem Zuge, wo sie es mir gesagt hat, auch gesagt, ich mach mit dir Schluss. Das hat halt doppelt gehittet. Ja. Und dann war sie zusammen mit dem Typen, mit dem Oh nein! Ja. Und er, der Typ, der saß in meinem einen Leistungskurs und sie in dem anderen. Oh nein! Ja. Oh Gott, das hatte ich auch schon, so Schulbeziehungskacke, wo dann der Ex dich verlässt und am nächsten Tag, und ich saß immer ganz vorne in das Fenster, aber hier zum Pausenhof, sich demonstrativ da hinstellt, um mit der Tusse, mit der er euch betrogen hat, weiter zu flirten. Oh Mann, und ich so eine Träne runter und so, mein Klassenlehrer, alles okay, ich so, können wir die Rolle entschließen? Wie sad. Ist echt sad. Arsch. So, weiter geht's. The female was labeled under a male's name, and when I asked him about it, I said, hey, I just want to figure this out. He came clean, like right off the bat. He was out of the house before he cheated. The reason why that happened is because we got into a bit of a tussle. I came downstairs and he was on the phone with said girl because they worked together. There was a little rumor that she liked to sleep with married men. We got in a tussle. He was out of the house. Then he cheated. He pretty much went on like a week long binge of going over her house and drinking and getting physical. Was this just sex or was this like a full on like affair, like he relationship? He said for him it was just sex. Für ihn war es nur, sagt sie. Für die andere vielleicht mehr. Ja, und das ist halt die Sache, lügt er da oder sagt er halt die Wahrheit? Ich habe tatsächlich mal ein interessantes Video gesehen, wie Männer das Thema tatsächlich sehen und wie Frauen das sehen. Mhm. Ich glaube, dass man sich verallgemeinern kann. Question mark? Bestimmt nicht. Ja, aber wie sehen es Männer? Laut dem Video ist es so, dass halt viele Männer das auch so sehen können, dass sie wirklich sagen, es ist für sie in dem Moment einfach nur ein trieblos werden und nicht mehr. Und bei Frauen oftmals dann, gerade wenn man es erstmal jemanden hat, viel mehr mit Gefühl verbunden, ist aber nicht auf alle verallgemeinert. Ja, ich glaube auch, genau. Ich glaube auch, dass die Tendenz vielleicht ein bisschen eher so ist. Ich zum Beispiel denke mir, wenn ich wirklich nur den Trieb loswerden möchte, ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, ne? Aber dann ich mir ein. Also ich brauche nicht eine Frau, um trieblos zu werden. Ja. Und wenn man sich schon trifft, dann wäre es ja cool, auch in irgendeiner Form. Aber das ist ja eine absolut krasse Range. Es gibt ja nicht nur trieblos werden oder verliebt sein, sondern es gibt ja viel dazwischen, so ganz stufenlos, so ganz, 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 ganz viel. So, du kannst so ein bisschen Gefühle haben oder du kannst dich einfach sehr wohl fühlen bei demjenigen oder du kannst einfach einen mega guten Vibe haben. Das kann ja alles sein. Ich würde dann nur an ihrer Stelle denken, so, lügt er oder klar, nicht? There wasn't any going out to dinner, any like crazy I love you text or I miss you or anything like that. Das redet sich jetzt aber auch so ein bisschen ein. Also ich habe das auch oft gemacht, als einer meiner Partner, als ich gemerkt habe, der geht vielleicht fremd. Ah nee, der will bestimmt gar nichts von dir. Also habe ich selber so ein bisschen mich therapiert. Aber auf welcher Seite wärst du jetzt? Wärst du noch bei Nein oder Ja? Aktuell bin ich noch bei Nein. Sie hat gesagt, dass in den Nachrichten, die sie von ihm gesehen hat, dass er da nicht irgendwie ich liebe dich oder ich vermisse dich oder so geschrieben hat, sondern es auch schon so wirkte. Als also hatten sie auch irgendwie Sachen Streit gehabt. Genau, und sie hatten ja auch Streit. Und ne, also das klingt dann so wie, es waren ein schlechter Augenblick, ein moralisch schwacher Augenblick und eine Ausnahmelage. Ich wäre immer noch bei Nein. Weißt du, was ich spannend finden wird, wenn man danach ihn befragt? Mm, das wäre bei beides Seiten. Has it been a pattern? And I would include anything like pornography or anything in that. With him? Yes. No, that was the first and only time that I know of. You said you have a son, right? Mm-hmm. How has he been impacted by this? Does he know? So he's four. So in the beginning, because there was a time where he wasn't living in the house and my son would actually cry at night. I want daddy. And I was just like, it made me sad. Ja, das ist halt auch schwer, ne? Wenn du halt Kinder hast in dem Alter, die es halt auch nicht verstehen. Ich habe halt viele in meinem Bekanntenkreis, die mittlerweile sagen, die finden es gut, dass sich die Eltern nicht getrennt haben, als sie Kleinkinder waren, aber als sie Teenager waren, haben sie gesagt, trennt euch endlich, und die Eltern haben sich trotzdem nicht getrennt, dann fanden sie sich wiederum kacke. Also ist halt auch, glaube ich, nochmal umso schwerer, und man hat, glaube ich, ab dem Moment, wo man ein Kind hat, so ein Gefühl von umso mehr Verantwortung, dass es funktioniert, weil in guten wie in schlechten Zeiten, ja. Aber ich sage trotzdem immer, man muss sich nicht komplett erniedrigen lassen, irgendwann muss es dann auch einfach mal einen Cut geben. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich stehen würde. Du stehst in der Mitte. Ja. Du bist nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich stehe in der Mitte. So im Spagat. Mit einem Fuß in ja und einem nein. Is he doing anything or has he suggested anything to repair your relationship? So he wants to do marriage counseling, but he wants to do individual counseling for himself first, which he's actually doing right now. Okay. And he tries to plan like little dates and stuff like that. Ich bin sowas von bei nein. Ich bin jetzt auch ein bisschen mehr bei nein, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Beziehung lief halt nicht mehr. Es ist keine Entschuldigung, dass man das mal fremd geht, aber Kacke baut halt vielleicht in ein paar Jahren jeder mal. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt. Von ihm ging aus, bitte lass uns Eheberatung machen. Ja. Wäre es von ihr ausgegangen, der hätte gesagt, ja, okay, dann wäre es schon gut, ja. Aber es ist, finde ich, noch viel besseres Zeichen, dass es von ihm ausging, weil das zeigt ja, er will was. Ja, und es zeigt ja auch schon, dass irgendwas in der Ehe nicht gestimmt haben muss, dass ja. Er sagt, wir brauchen eine Eheberatung nicht, ich muss alleine Therapie machen. Ja, und er plant Dates, hat sie gesagt. Ja. Es scheint ja so zu sein, dass er wirklich sich Mühe gibt, dass das wieder klappt. Und sagst du einmal fremdgehen, immer fremdgehen? Nö. Das wäre so, wie wenn du sagst, einmal klauen, immer klauen. Oder also, nein, Spaß. Also ich meine, ein Verhalten muss ja nicht immer das Gleiche sein. So. Ja, das stimmt allerdings. Insofern, ja. So please move now if you feel like you should be standing on another side. Okay, niemand switched? Nee. Was there anything there that you're like, oh, maybe I should be on the other side? I think one of them was he's going to therapy. And at that point, I'm like, well, I mean, if he's doing the work and you kind of sound like that's something you want, then maybe I'm on the wrong side. When your husband finde ich auch einen strong Punkt. Away, how did you feel? Being honest, I missed him a lot. I had to put up a wall to where it's just like, don't feel anything. I still have that question in the back of my mind, is it worth working out after he finishes his therapy and everything? Do you feel like you'll be happier without him? I feel like I could probably hit the pinnacles that I haven't hit yet. I think I'm that girl, you know? And I think sometimes when you're with someone, you don't have enough freedom to go do certain things. How it is right now, we're still in the same living space. Call me a dumb bitch, but yes, sometimes we have sex. Sometimes I sex with other people. Okay. Was? Ich hab's gar nicht verstanden. Also sie sind immer noch zusammen und leben zusammen. Manchmal haben sie sex miteinander, sie hat manchmal auch mit anderen. So. Hä? Also aktuell sind die nicht mehr zusammen. Also sie haben jetzt erstmal, genau, aber sie leben halt noch zusammen und dann wird man wieder schwach, aber dann hat man auch noch was mit anderen. Das heißt, sie hat davon gesprochen, dass sie in der Beziehung teilweise das Gefühl hat, dass sie nicht so die Freiheiten hat, ja. Und hat unmittelbar danach mit anderen Leuten gesprochen. Ja. Das heißt, eigentlich höre ich da so ein bisschen raus. Sie hätte halt auch nicht so viel Lust, wieder eine monogame Beziehung zu führen. Ja. Das klingt ja sehr stark danach. So, ja. Wäre das nicht, wenn die eh schon eine Paarberatung machen und da irgendwie vielleicht weiterkommen und die Beziehung auf eine mehr stable Stufe bringen, dann können sie das ja direkt auch damit machen, weil offensichtlich hat sie ja auch Needs, ja. Mit anderen Leuten was zu machen. Dann ist ja auf beiden Seiten dieser Need. Ja, eben. Wäre eigentlich eine Überlegung wert, weil sie ja auch schon sagt, dass sie direkt danach auch was mit anderen hatte und irgendwie vermisst sie ihn irgendwie nicht, dann nehmen sie noch zusammen. Das finde ich halt sowieso irgendwie so schwierig, wenn du noch mit jemandem zusammenlebst, ist auch bei manchen Umständen dann schwer, sich dann jeder irgendwas Getrenntes zu holen, auch finanziell, aber dann halt auch wieder rückfällig zu werden, macht es halt dann irgendwie auch nicht besser, die Entscheidung wahrscheinlich. If the trust is gone on your side, is your faith the only thing that's kind of really tying you to this marriage? Yes, that's a part of it. My son is a very minute part of it because I don't want to be one of those people that stays because of the child. The fact that he's taken all the right steps for himself, he's finally admitting like his childhood trauma and just the stress of the job that he had around the time that he was cheating. I believe in people getting second chances if they're deserving and if they put in the work. If your mind has changed and you want to move to the other side, this will be another moment and opportunity that you can do that. Ich find's krass, dass so viele Leute noch bei Ja stehen. Ich finde alles, was sie gesagt hat bisher, bespricht ja bestärkt für Nein. No, denke ich auch, weil ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich auch gesagt, ich würde gerne seine Seite sehen, weil oftmals ist halt auch da schon das Problem. Ich habe ganz viel mitbekommen von Fremdgehen in Ehen und es war halt einfach oft so, Frauen haben es oft nach der Schwangerschaft auch nicht einfach und immer noch Schmerzen und oft ist es dann auch daraus gekommen, dass halt dann ein Kind da ist und dann hat man nicht mehr viel Intimität und dass es dann passiert und oft liegt dann in vielen Fällen, die ich kenne, schon
dann bei beiden auch die Schuld, wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber so läuft halt eine Ehe auch nicht. So, du kannst halt nicht bei deinem Mann dann sagen, so, du hast jetzt nicht mehr irgendwie Pleasure zu empfinden, weil ich es gerade nicht habe. Und dann muss man eine Lösung füreinander finden und sprechen. Ja. Das ist halt das Wichtigste. I stayed where I was hesitantly. I kept coming back to the fact that her husband was making an effort. Ja, finde ich auch. Love is work. Love is a lot of work. I wanted to go to the no side. Like, I wanted it to work. They've talked about it before, that he's working on himself, but I just felt in my heart and in like my bones, I was like, I think they're better off just separate. Hey, ich finde es so weird, weil der hat am Anfang schon gesagt, ja, ich hatte halt das Gefühl, ein Ja-Gefühl. Und jetzt hat er auch basically wieder gesagt, ja, irgendwie macht das schon Sinn, nein zu machen. Ja, aber ich habe das Gefühl. Aber er steht ja immer noch bei Yes. So, was ist denn das für eine Begründung? Ich habe einfach so den Vibe, du kennst die doch gar nicht, was für ein Vibe, Digga. Ja, voll. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Part 2, die Gruppendiskussion. Ah. Met in tech school. I got stationed here in LA. I deployed to Detroit to help with the vaccines out there. Came back and found out he was cheating on me with one of like the closest people that I had met back in our old base. Going through the divorce, it fucking broke me down. But I am finally getting to live a life that I'm actually proud of. Okay, das heißt, sie ist auf der Ja-Seite aus ihren eigenen biografischen Gründen. Genau, das dachte ich mir nämlich auch fast schon, dass die jetzt gerade von ihren eigenen Empfinden viel zu sehr ausgehen und den Schmerz des Fremdgehens viel zu sehr gerade in sich tragen, als jetzt ihre Situation. Ja, vor allen Dingen, weil sie ja offensichtlich ihre eigene Trennung total anstrengend fand, aber dann am Ende jetzt glücklicher ist durch die Trennung. Ja. Das heißt, natürlich überträgt sie diese Sache jetzt auf andere. Ja, interessant. If he's doing the work and the reciprocation is there and he wants to, then it would change my answer. But then if there's still no trust, then that's where my struggle is. In her situation, it sounds like her husband is taking those initial steps, the very beginning steps to do that. I think it comes down to trust. At the end of the day, do you think he's going to do this again? Do you still trust him? No. Ja, ist halt okay, das ist schwierig dann. Ja, wenn gar kein Vertrauen mehr da ist, ist schwierig. Ja, man sagt, man muss sich Vertrauen erarbeiten, aber ich glaube, ab einer gewissen Zeit reicht es auch denjenigen, der sich erarbeiten muss, wenn es über 10 Jahre geht. Wen findest du von den Leuten am coolsten? Der bei No steht. Ich auch. Ich finde es so sympathisch. Ich finde die alle cool, aber der ist super nice. You know, stuff that we built together, so. My parents got divorced when I was really little and, you know, when you're a kid, you start to think like, I wish they were still together, but now knowing, you know, more, if they're together, you know, my life would have been a lot worse. I mean, it sucks to have parents that are divorced or that fight or anything like that, but sometimes, you know, it's not worth like fighting for as much. If I was your best friend, I would say divorce is still on the table, but you're angry right now and you need to work through that anger. Finde ich, müssen die erstmal räumliche Trennung machen, wenn es irgendwie geht und mal keinen Kontakt haben und ich die ganze Zeit dieses Ding, ey, mein Mittelfinger ist übel schief, siehst du das? Er ist wirklich schief. Du hast einen Knick im Mittelfinger. Hä? Auf der anderen Seite auch? Aber du auch? Oh mein Gott, du hast auch. Ich hab so. Du hast. Ich hab so Finger. Was ist denn das? Das ist mein G-Punkt-Finger. Hast du extra brechen lassen? Geht das plastisch zurück? Kannst du das selber lassen, auch machen? Damit ich da rankomme. He is a part of that. Gets to understand what he has done to you. I was with a man for 10 years. Spent all of my 20s with him. Had a baby by him. Gave him everything. And he cheated. I stayed. He had great days of being amazing. But there was always that fear as well of what happens when you're not enough again? Same case wie die andere, ne? Ja, das bleibt dann lange, ne? Also, die tun sich jetzt noch mal Gedanken machen für die finale Entscheidung. Personally, I feel like they would be better off handling their own situation separately. Exactly. Yes. If she still genuinely feels like she could be happier on the outside, then I would say go for it. Es ist irgendwie wichtig zu wissen, wann ist der Betrug gewesen? Vor einer Woche oder vor einem Jahr jetzt schon? Stimmt, das haben die gar nicht gefragt, ne? Wie lange das jetzt her ist. Und jetzt gibt es eine finale Entscheidung, wo alle stehen. Oh. Einfach so wie die ganze Zeit. For me, like the most important
is to remember you and not letting any of the outside noise, meaning your friends, your family, the naysayers, dare I say religion, keep you in that box if you decide that you are no longer happy. Maybe this relationship is salvageable. Things that break can come back better than ever. It can come back stronger than ever if they're given. Die mag ich auch ganz auch. Ja, ne? But, you know, divorce is still an option, even if you choose to stay for now. Ja, finde ich auch einen guten Point. Du musst ja nicht mit ihm für immer zusammenbleiben, probier es halt nochmal. Stimmt, es ist ja nicht die Frage, entweder sich trennen oder niemals trennen, sondern es ist ja die Frage, entweder jetzt trennen oder jetzt nicht trennen, jetzt noch nicht trennen. Genau. Still a bit confused. Entscheidet sie sich jetzt? Mhm. Nein. Doch. Vor Ort? Ja. Like I have a decision. Nein. Was glaubst du? Die entscheidet sich jetzt, ob sie sich scheiden lässt. Ja. Wir gucken gerade einer Frau zu, ob sie sich entscheidet, ob sie sich scheiden lässt, Digga. Ja. Was ist das für ein Format? Ich glaube, sie bleibt. Ich auch. Vielleicht auch, weil ich es will. That's my man, I'm gonna stick beside him. In another lifetime. Oh. Boah, wie spannend sie das auch gesagt hat. Entschuldigung, das ist doch krass. In another lifetime. Oh, Digga. Digga. Ach, krass. Ach, sie ist echt gegangen. I guess I'm gonna start packing. I am going to drive cross country, hopefully with like a buddy. And I'm gonna live with my dad for a while. In this situation, it's, krass, Digga. It's me and it's my son. I just want to get out of the space. And I think with time, the actual paperwork will come. Ey, das toucht mich gerade voll. Like, me in the physical, weil jetzt ist es so real. In the mental, I pretty much think I'm divorced. So whoever is watching this, go where you're celebrated, not where you're tolerated. Ja, crazy. Digga. Also mich würde halt einfach mal interessieren, wann war der Betrug und wie lange ist es her? Wenn die es seit einem Jahr rummachen, verstehe ich's. Wenn es aber jetzt seit ein, zwei Monaten ist, würde ich sagen, trennt euch mal räumlich und guckt doch mal. Aber am Ende muss es jeder für sich selbst wissen. Ich glaube, dass sie selber schon weiß, dass die Beziehung eh schon von voll vielen Punkten zerrüttet ist. Aber ich würde halt auch gerne mal seine Meinung hören. Ich bin einfach emotional getoucht vom Ende. Wir brauchen, ich bin wirklich getoucht gerade. Es kann nur noch eins helfen jetzt. Was? Der G-Punkt-Finger. Ja. Und mit dem G-Punkt-Finger drückt ihr jetzt einmal auf den Like. Und auf den Abonnieren und auf die Glocke. Und abonniert auch den Rezo, weil mit dem nehmen wir auch jetzt gleich noch viel auf. Und der Maxi sitzt da hinten auch schon. Der kann auch mal gerne kurz in die Kamera kommen. Dafür Geld? Dafür kriegst du Geld. Wie immer. Und dann könnt ihr beide gerne abchecken. Hallo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wie ihr es seht. Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Ja. Haben wir vielleicht irgendeinen Aspekt ausgelassen? Ich bin sehr gespannt und ich bedanke mich. Bitte dann. Der braucht Umarmung. Und gib ihm eine Hand. Ja, ich brauche nur Arme. Darf ich nochmal weggehen? Ja. Oh. Einmal mal drücken. John geht's mir besser. Ist gut. Dankeschön. Du auch. Danke. Holt euch ein Zimmer.